Hallihallöchen und willkommen zurück zu Omsi 2. Auf der Karte Haren Semi-Real. So rum. Heute mit der Linie 21 von Buchenau nach Zopp. Mit dem Mercedes-Benz Citaro O530 FLCNG. Mit einem Mercedes-Benz M447 Motor müsste es sein. Mit schöner LED-Matrix und alles. Mit einem DB-Repaint der Karte Riedische Seenplatte. Und fahren mit der BRS, dem Busverkehr Riedische Seenplatte. Steht dann noch RSP, Riedische Seenplatte. Eine fiktive Karte angelehnt in den Osten, an den Osten Brandenburgs. Dazu kommen wir auch nochmal später. BAS Busverkehr Riedische Seenplatte GmbH Gewerbestraße 26 01234 Weißnitz. Aber darum geht's heute nicht. Wir sind in Haren. Einmal aufrüsten. So. Wir fahren mit der 21 und dann mal gucken, was wir noch so schaffen. Hier, in 6 Minuten. Perfekt. Besser kann es doch nie sein. Das ist die 17, ne? Der fährt weg. Falsch. Ups. Vielleicht muss das erstmal hier weg. Steht da. Moment. Meine Güte. Jetzt muss es aber richtig sein. Ah, Busbahnhof Haren. Genau. Busbahnhof Haren, genau. Buchenau. Jetzt. Gut. Und ja, schicker Sound, das gefällt mir. Müssen wir erstmal gucken, ob wir noch die Fahrkarten haben. Ja, alle Fahrkarten sind da, Verkaufsautomat auch. Fahren wir mit. Ja, Licht brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was wir machen können, ist ein bisschen frische Luft drin lassen. Okay, oder auch nicht. Kann mich jetzt mal für einen kurzen Bus entscheiden. Fährt sich an, nicht nur besser, sondern auch ein bisschen Abwechslung. So. Hallo. Einmal Kurzstrecke, bitte. Einmal Kurzstrecke mit einem Zehner, da bist du aber richtig bei mir. So. 8, 9. Danke. Bitte. Guten Tag. Guten Tag. Eine Frage habe ich bitte. Na, natürlich. Dich mag ich. Bitteschön. Hallo. Hallo. Eine Kurzstrecke. Brauchst aber nicht so schüchtern sein, mein Lieber. 4 Euro. 60. Noch kleiner Insulin, was?
Das war der Größte, was du kriegen kannst, du Vogel. Sachen gibt's hier. Ich finde... Hört man das? Das Schnaufen vom Bus? Jetzt gerade nicht, wa? Ich finde es so herrlich, dieses... Also nicht das, sondern wenn der Bus so schnauft, wisst ihr? Das finde ich nice. Stellen wir mal die Zeit ein bisschen vor. Oh, der Sound ist ja mal richtig geil. Nächste Haltestelle am Einfahren. Der Sound ist richtig cool. Oh, 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 oh. Aber nicht schlecht, gefällt mir. Ist das hell im Bus? Ja. Das ist hell. Guten Tag. Hallo. Hallo. Einmal normal, bitte. Einmal normal. 3,50. 9. 30. 50. Nö. Guten Tag. Einmal Kurzstrecke. Einmal Kurzstrecke. Und 30. Bitteschön. Waren diesmal auch wieder nur die Hintour, also zum Zopp. Nächste Haltestelle. Bunte Siedlung. Oh. Bunte Siedlung. Die hat man nicht gehabt, oder? Guten Tag. Eine Fahrkarte bitte. Ihr mit eurem Zehner. Dann beschwert euch wegen Trinkgeld. 9,50, bitteschön. Ja, Trinkgeld. Kleingeld, meine ich. Nächste Haltestelle. Was steht da? Bad Luenhelmstraße. Oder? Bad Luin? Nee. Bad Luinstraße. Ah. Bad Luenhelmstraße. Oh Gott. Nice, war mal eine andere Tour. Cool. Hier sind wir wieder alle. Ah. Okay. Upsala. Moin.
Hoppala. Hallo. Hallo. Einmal normal, bitte. Immer normal. 1,50. Dankeschön fürs Warten. Nächste Haltestelle, Nussbaumstraße. So ganz elegant, Nussbaumstraße. Unbeschrankter Übergang. Noch nicht mal mit Warnzeichen Wahrheit gesehen. Ach du Heiliger. Dann noch mit Gegenverkehr? Hier ist ein... Oh Gott, oh Gott. Interessante Straßenführung hier. Eine Kurzstrecke. Och, eine Kurzstrecke mit einem Zehner, wirklich? 8, 9, 60. Ja, Disput jetzt, ne? Wie ihr nicht warten könnt. Nächste Haltestelle, Waldfriedhof. Ah, Waldfriedhof, der ist bekannt. Ah, der Biomarkt. Ah, verstehe. Hier sind wir also. Da ist die Brücke, ja. Ah. Bitte wenden. Buchenau, Waldfriedhof, Zopp. Ganz schön kurvenreich hier. Okay. Schon geht's weiter. Gar nicht mal so verkehrt hier die Streckenführung. Finde ich ganz gut. Nächste Haltestelle. Louis Le Poix. Ah, die wieder. Dreißigerzone. Okay, weiter geht's. Mit ein bisschen Bodenkontakt.
Ich finde es gar nicht mal so schlecht gemacht. Also Hut ab an die Jungs und Mädels hinter dieser Strecke, hinter dieser Karte. Macht Spaß auf jeden Fall. Und Hand aufs Herz, Bad Hügelsdorf ist ein Muss. Zum Kurven. Ich finde Bad Hügelsdorf auch gut gelungen, aber halt von der Performance her ist es halt zum Wünschen übrig. Ne? Es lässt zum Wünschen übrig, aber macht unheilen Spaß. Also kann man sich nicht beschweren. Auch schöne Streckenführung, interessant auch, gerade mit Gelenkbus, Doppelgelenk oder... Doppelgelenk wird nicht mitgeliefert, aber kannst du, wenn du Hamburg hier den Van Hool hast, den Van Hool A300, glaube ich, schon Hallo. Herausfordernd, auf jeden Fall. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Dann natürlich auch die Dialoge, ne, zwischendurch da. Also schon cool. Cool, cool. Schön mit Szenarien und alles. Coolen Funksprüchen. Kann man sich mal geben und ist ein guter Preis, also... Kann man nicht meckern. Ist keine Werbung nicht oder so? Nächste Haltestelle. Hermannbrücke. Ich wollte es nur mal angemerkt haben. Also. Bad Hügelsdorf muss ich nochmal gucken. Da habe ich schon was fertig gemacht, aber. Ja, von der von der Performance her überzeugt mich das halt nicht. Da gibt es ein paar Probleme. Aber das hatten wir ja schon Hallo. Öfter mal gehabt. Das sah ich auch bei Bio auch geschrieben gehabt. Hier von ÖPNV. Das ist halt, ja, man kann auch so einen guten High-End-PC haben, aber OMSI macht einen Strich durch eine Rechnung. Kannst du. Und. Okay. Wer die Videos und den Kanal verfolgt. Nächste Haltestelle, Altstadt Süd. Der weiß ja, was ich für einen PC habe. Dass er ordentlich was auf dem Kasten hat. Ne? Das ist ja. Aber OMSI ist dann noch so ein kleines Problemkind ohne 64-Bit-Unterstützung und so weiter. Performance-Updates. Und in einem Beitrag habe ich auch gelesen und auch vom Doggo gehört. Teil 3, OMSI 3, wird es nie geben. Oder besser sagt auch, ist nie geplant. Hallo. Guten Tag. Einmal Kurzstrecke, bitte. Oh, ihr mit euren scheiß 10-Euro-Scheinen, wirklich. 8, 9, 60, 80. Ja, muss man mal sehen. Also es ist schön, dass es noch für OMSI immer wieder neuen Content gibt. Aber da muss irgendwann mal was gemacht werden. Bei BMG haben sie es ja auch gemacht. Damals lief BMG noch auf ein 32-Bit-System. Da brauchst du nicht so viele Anforderungen. Und dann irgendwann kam auch der 64-Bit. Hey, der 64-Bit-Patch kam dann. Und dann ging es immer wieder hoch, immer weiter, immer weiter, immer weiter. War ja bei The Forest auch gewesen. Bei The Forest, da war ja auch anfangs 32-Bit. Konntest du prima spielen, selbst mit einem schwachen PC. Zwar mit Einbrüchen und alles, aber du konntest es spielen. Und dann kam irgendwann der 64-Bit-Port. Oh. Ja, zieh mal rum. Zieh mal rum. Kannst nicht, wa? Ein J, der fährt, ja, das ist ja unglaublich. Hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was?
Muss ich nochmal zurücksetzen. Habt ihr jetzt zu spät gesehen gehabt? Moin. Ja. No problemo, mi amigo. Aber nächstes Mal habe ich mehr die Augen offen. Nächste Haltestelle, Altstadt Nord. Ein bisschen doof gelaufen, aber ein Glück kann kein KI-Verkehr von hinten und vorne kommen, außer jetzt hier die Busse, aber... Kann man da noch mal ein bisschen rangieren, dann geht es. Hier wäre ja kein Problem gewesen, wa? Ja, auch ein bisschen. Hallo. Guten Tag. Hier wäre es ein Problem gewesen. Hier, wo die ganzen SUVs gerade rauskommen. Aber da hätte ich dann Platz machen können. Das war kein Problem. Na, ah, die Lorbeerstraße. Fährst du mir rein? Nee. Okay. Dein Glück, Alter. Dein Glück. Also mit Tastatur ist zwar schon anstrengend, aber es ist machbar. Sagen wir mal so. München. Warum blinken die alle nach links, fahren geradeaus und dann nach rechts? Das verstehe ich nicht. Der fährt ja, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen. Michael Schumacher, ja? Da ist denn hier Michael Schumacher, ich fahre schon sanft. Was meint er, warum ich einen kleinen Bus genommen habe? Nächste Haltestelle. Heggeweg. Da jetzt schon wieder. Da denkt man, er fährt rum, aber macht er nicht. Und ja, mein Führerschein war in der Cornflakes-Packung, so der Klassiker. Zu jeder siebten Packung gibt es einen Führerschein gratis dazu. So, wir müssen davon nicht weiter stressen lassen. Schon wieder Kinderwagen. Gibt es aber noch nie. Oder halt als KI zum Laufen. Hallo. Guten Morgen. Eine Fahrkarte bitte. Na klar, gerne. 51. Raus, rein, raus, rein. Ach, ihr kamt alle von mir. Ah. Haarscharf, ne? Haarscharf. Oh, Endstation. Nächste Haltestelle, ZOB.
Dies ist die Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. N20 ist hier. No, mit leichter Differenz, aber pünktlich. Ja, alles okay. Gute Differenz. Alle aussteigen bitte. 7 Minuten hätten wir, bis wir wieder zurückfahren müssen. Guck mal ganz kurz in der Pause, wie weit die Aufnahme schon ist. 26 Minuten. Ja, dann fahren wir einfach die Strecke nochmal zurück, würde ich sagen. Ja. Dann fahren wir die zurück. Zack. Einmal nach Buchenau. Da ist der Kollege der 20. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Ja, so. Kriegst du. 50,1. Einmal normal, bitte. Einmal normal. 3,50, 50,1. Sechs Minuten können wir noch mal vorspulen. Die Minute hoch. Hallo. Hallo. Es müsste eigentlich vorne dran stehen. Buchenau, genau. Jetzt so 21 da lang, okay. Nächste Haltestelle, Heckenweg. Boah. Alter. Knapp. Oh, Idiot. Sie alle nie warten können. Junge, Junge. Jupp. Siehste, können wir gleich die Rücktour machen und dann ist auch gut. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Lorbeerstraße. Die Lorbeerstraße, genau.
So macht on sie Spaß. Flüssig, alles läuft, alles gut. Very good, very nice. Und dann ist schick. '21, '22, '23. Kommt kein Auto. Boah. Kurz Muppe gehabt, wirklich. Ganz kurz Muppe. Ah. Immer diese scheiß rote Ampel vor der Lorbeerstraße. Und weiter. Wenn wir einen kurzen Bus haben, brauchen wir ein bisschen Radius hier. Aber gut funktioniert. Nächste Haltestelle, Altstadt Nord. Oh, was ist denn hier los? Ach so, da steht Haaren. Ich dachte erst, da fehlen Texturen. Der Haaren nach Zopp wartet gewesen. Keine raus, keine rein. Guten Tag. Guten Hallo. Tag. Hallo. Hallo. Einen normalen Fahrschein, bitte. Na klar. Passend sogar. Dankeschön. Ihr Fahrschein. Ja, jetzt. Okay, jetzt geht's wieder. Nächste Haltestelle, Altstadt Kirche. Guten Tag. Einmal normal, bitte. Na klar, gerne. 3,50, 1,50 Danke. Zurück, bitteschön. Oh, so laube ich mir das. Hallo. Hallo. Eine Fahrkarte, bitte. Na klar. 9,50, bitteschön. Jemand raus, jemand rein. Nö, wa? Oh, hoppala.
wollte abbremsen, bin stattdessen auf die rechte Pfeiltaste gekommen. Einmal normal, bitte. Na klar. Einmal normal. Entschuldigung, Entschuldigung. Jetzt haben wir ein bisschen viel rausgegeben. Ja, tut mir leid. Danke für den Hinweis. Gehen die Frames aber ganz schön runter hier gerade. Und sie ist gerade überfordert. Nächste Haltestelle, Hermannbrücke. Pro-Simulator hätte schon längst gemeckert, dass ich... Oh. Oh, er wartet. Er wartet. Dankeschön. Ja, Mensch. Das ist aber freundlich. Hält den ganzen Verkehr auf, nur damit ich rum kann. Guten Tag. Guten Tag. Schnell noch das Grün mitnehmen. Nächste Haltestelle, Krankenhaus. Ständig hier Nachrichten, Markierung oder irgendwas. Sieh mal, wie er auf laut durchstellen hier. Natürlich, klar, gerne. 1,50, bitteschön. Nächste Haltestelle, Mühlbergweg. Mensch, du Vogel, jetzt gib doch mal Gas. Aber elegant die Kurve genommen, muss man mal sagen. Mühlbergweg. Ach, da müssen wir jetzt hier rechts rum. Ah. Okay. Ah, okay, okay, okay. Hier sind wir wieder. Da ist die Brücke, da ist die Schule. Genau. Cool. Also egal ob Zopp oder Bahnhof, Strecke ist gleich an einigen Stellen. Weiter geht's. Rechts kommt keiner, links auch nee. Also rum. Nächste Haltestelle, Nussbaumstraße. Die gute Nussbaumstraße.
Ach ja, das ist ja die Straße hier. Mit der komischen Unterführung. Und ich könnte wetten, wenn wir nach der Schule draußen sind hier, wenn wir an der Schule vorbeigefahren sind, müssen wir garantiert dann geradeaus. Das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Nö. Diesmal nicht. Ehrlich verdient. Na, ja, wollte es vorbei, wa? Aber geht ja nicht. Ist ja eine Kurve da. Nächste Haltestelle, Waldfriedhof. Genau, der Waldfriedhof. Dann kommt dann auch gleich die Schule, glaube ich. Schnell, solange der noch nicht rum ist. Genau. Netze nach Buchenau. Genau, da müssen wir hin. Hallo. Guten Tag. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Na klar. Also mit einem Gelenkbus hättest du hier Probleme. Aber ganz Waldi. Nächste Haltestelle, Louis Le Bois. Genau, jetzt kommt die Schule, dann kommt noch mal eine Straße, dann war ja da irgendwo unsere Abbiege. Und dann geht's geradeaus weiter Richtung Bahnhof. Moin. Weil die auch nicht mal warten können, bis der Bus mal steht. Hallo. Mann, Mann, Mann. Diesmal ohne Antütschen, hey. Nächste Haltestelle, bunte Siedlung. Genau, jetzt kommt die bunte Siedlung. Dann kommt auch bald der Bahnhof Buchenau. Ja, ich wusste. Das dauert jetzt eine Weile, bis wir wieder grün kriegen. Also von der 21 wüsste ich jetzt, wie ich fahren müsste. Bei den anderen muss ich noch gucken.
Das dauert wirklich lange, bis... Ich würde auch langsam mal endlich mal die ganzen Pfandflaschen mal wegbringen. Die stehen da noch und warten und warten. Schon eine Minute Verspätung wegen der Kackampel hier. Kirschgrün, wa? Vogel. Map. Nächste Haltestelle am Einfang. Genau, kommt dann gleich der Bahnhof. Gesundheit. Haben es gleich geschafft. Genau, Buchenau. Nächste Haltestelle, Buchenau. Dies ist die Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Wie freundlich willst du sein? Er? Ja. Ab zur Pause.
So. Juti, dann würde ich sagen, war es auch an der Stelle. Vielen Dank für die Anteilnahme. Ne? Das hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder zu einem neuen Video. Bis denne.